Hallo meine lieben Zuschauer und herzlich willkommen zu einem neuen Video zu Pokémon Purpur. Wenn euch das Video gefällt, dann lasst ein Abo und ein Like da und ich wünsche euch jetzt viel Spaß mit dem Video. Ja Leute, und herzlich willkommen zu einem neuen Part von Pokémon Purpur mit dem Shining. Ja, beim letzten Mal haben wir am Unterricht teilgenommen, waren einsame Spitze, unsere Lehrer lieben uns, wir haben keine Fehler gemacht. Wie zum Beispiel einen Premierball zu vergessen bei einer Matheaufgabe. Ja, und ab heute wollen wir in die große weite Welt daraus ziehen. Und all die coolen Pokémon entdecken. Ich will gerade nur gucken, ob eventuell um das Schulgelände herum irgendein Pokéball versteckt ist. Weil das würde ich sogar tatsächlich als Entwickler so machen, dass ich hier einfach so in irgendeine Ecke was verstecken würde. So richtig fies am besten. Aber tatsächlich haben sie es nicht getan. Wir müssten die Stadt hier auch einmal komplett erkunden, tatsächlich. Ach, ne, Mila steht da und Tor. Was möchtest du denn? Was ist denn das für ein Schatz? Kriege ich dann auch so einen coolen Handschuh? Okay. Wo ist die Schule dann da? Also man kann alles tun vom Prinzip her. Ja, wahrscheinlich kämpfe ich jetzt gegen dich, wenn du schon so kommst. Okay. Wir werden ultra viel bei diesem Spiel zu tun haben, höre ich dabei raus. Peppa will sich jetzt auch in den Kämpfen versuchen. Ja, ich werde alle Arenen besuchen. Ja, das ist ja sein Traum, ne? Vom Prinzip her schon, ich werde den Pokédex vervollständigen, habe ich gesagt. Und die Herrscher-Pokémon gehören halt auch dazu. Wer will jetzt noch was von mir? Und das ist natürlich noch meine Aufgabe, ne? Ah, okay, wenn ich auf die Banden achte, dann weiß ich, welches Pokémon ungefähr am Ende verwendet wird. Um Gottes Willen habe ich viele Ziele vor mir. Um Gottes Willen. Ich habe die Arenen vor mir, ich habe die Bosse da vor mir und ich habe diese Mitglieder vor mir. Nee, ich bin, wie es aussieht, ein 12 Jahre alter Junge. Ich bin ein absoluter Overkiller. Die haben gar keine Chance. Das ist halt wirklich so die Lore. Jeder dahergelaufene Fuzzi kann irgendwie deren Organisationen kaputt machen.
Ich habe zu viele Schätze vor mir. Ja, die Arenen stechen immer raus, das wissen wir aus alten Spielen. Kann ich alles drei jetzt meine Schatzsuche ansehen? Rhydon hat auch einen Dream. Das ist gemein. Lass mir Rhydon doch auch mal abbeißen. Bitte sage, ich kann auf dir reiten. Ah, okay. Ja, ich hab Motorrad. Ja, das ist wahrscheinlich auch die einzige Möglichkeit, überall hinzukommen. Okay. Ich hab viel zu tun. Also so oder so, ich werde alles machen. Passen die Arenen sich meinem Level an? Okay, man merkt den Geschwindigkeitsunterschied und Mireidon kommt schon ordentlich hoch. Ja, jetzt ist die Frage. Falsche Taste mal wieder. Y war's. Also hier sind... ist der Weg des Schems. Da habe ich hier Arena Camp vor mir. Ich sehe schon, dass man sehr viel hier vor sich hat. Das Herrscher-Pokémon, da muss ich sowieso auch hin wegen Arenen. Man darf nicht vergessen, dass ich hier diese Verstecke ausrotten muss. Und da ist natürlich auch noch die Pokémon-Liga. Was man hier nicht alles zu tun hat. Holen wir uns erstmal eben kurz das Pokémon Center da drüben. Damit ich mich auch dahin teleportieren kann. Und wie gesagt, so einen riesigen Geschwindigkeitsunterschied sehe ich da jetzt auch nicht. Kann ich hier einfach runterspringen? Ui! Klappt das auch hoch oder ist das schon zu hoch? Ne, Mireidon kommt schon ordentlich weit hoch. Ich wollte eigentlich links anfangen. Aber da ist zu. Ey, ich will einfach auch auf Nummer sicher gehen wegen Terra-Kristallisierung, ne? Habe ich jetzt damit aus Versehen hier beschlossen, dass ich unbedingt nach rechts will? Wie gesagt, ich will nämlich eigentlich links anfangen. So, wir wollen das Westtor finden.
Ich kann meine Pokémons immer noch werfen. Hier ist eine Sandwich-Bude. Oh, ich will ein Sandwich. Ich will eins. Da muss ich definitiv hin, ne? Sieht doch schon so aus. Ach nee, bin falsch abgebogen. Genius Shining wieder am Einsatz. Da muss ich hin, man sieht es doch. Shining, bist du blind? Ich hab drin mal eben kurz den Job abgenommen. Du bist so blind, selbst die Maulwürfe sehen mehr als du. Und Drim tritt noch mehr in mich rein. Ne, Mila hat mich jetzt nicht angerufen. Oder es kommt noch. Ne, Mila hat mich nicht angerufen. Vielleicht kommt das ja noch. Da sind auf jeden Fall Voltilams. Dich fange ich. Dann seht ihr auch mal endlich wieder im Pokémon-Kampf nach all der Zeit. Auschen. Durch die Stimme. Du kämpfst fies. Soll ich dir was sagen? Ich kann das auch. Hey, du gehörst jetzt mir. Ja, wir haben ein Voltilam. Voltilam-Wolle haben wir erhalten. So. Voltilam, das Wolle-Pokémon. Denn Fell wächst ständig. Im Sommer wirft es sein ganzes Fell ab, aber dieses wächst bei innen binnen einer Woche wieder nach. Okay. Gäbe es solche Schafe in echt, hätten die Bauern nie wieder ein Problem. Obwohl, sie hätten wahrscheinlich zu viel zu tun. Los, Voltilam. Krokel, mach die Voltilamme fertig. Natürlich gucken wir uns um. Kann ja sein, dass hier noch ein neues Pokémon für uns ist, aber bisher sehe ich keins. Ach, warte mal, da vorne wollte jemand was wegen Picknick von uns, ne? Picknick. Erdbeeren, Scheibenkäse, Beerenkonfitüre. Oh, lecker. Ja, natürlich. Hier picknicken. Bin ich sehr für. Kann ich auch selbstständig picknicken? Offenbar nicht. Obwohl, ich habe doch so einen Picknickkorb gerade erhalten. Warte mal. Vielleicht kann ich den ja nutzen. Picknick. Ich kann nicht in der Nähe von Leuten picknicken. Wenn ich etwas weiter hier rübergehe, vielleicht dann. Ah, man kann auch mit Freunden zusammen Picknick veranstalten. Okay. Bereiten wir doch mal ein Sandwich zu. Och, da kriege ich mal Hunger. So, Sandwich-Stube jetzt mit... jetzt kommt der Sandwich-Unterricht mit Professor Shining. Ja,
Ich sehe mich schon diese Zutaten aufkaufen bis zum Abwinken. Okay. Sehr interessant. Wisst ihr was? Ich hab Bock auf so ein richtig geiles Käse-Sandwich eigentlich. Aber wir müssen noch gucken. Begegnungskraft Boden. Ich habe noch keine guten Boden-Pokémon so wirklich. So, jetzt tue ich den Kochschinken drauf, ne? Und zwar schön gleichmäßig. Okay, einmal verkackt, bleiben sie drauf liegen. Und pieksen. Was für ein geiles Sandwich. Ich glaube, irgendwie habe ich es verbasselt. Das kommt mir so vor. Scheint noch geschmeckt zu haben, okay. Ich dachte, ich hätte es komplett vermasselt. Okay, dann beenden wir das Picknick mal. Das ist halt offenbar einfach nur dafür da, oh, gibt auch XP. Dass man sich so unterwegs diese Kräfte geben kann. Dass man nicht ständig dafür in diese Läden reinrennen muss. Das ist ganz praktisch. So, wir beide tragen jetzt noch einen Kampf aus. Warst doch im selben Unterricht wie ich, oder? Oh, ein Pummel. Hier kommt mein Krokel und brät sein komisches Insekt weg. Ein Driftlon. Ist ja nicht so, als ob ich Biss hätte und es One-Hitten kann. Ich weiß ja nicht. War so einseitig. Level 16. 60. 16. Kroke sollte sich jetzt entwickeln. Ja, Leute, es entwickelt sich. Wartet. Hier, ich gehe dafür extra aus dem Bild. Haben sie ihm einfach nur eine... Sie haben ihn ein Flammensombrero auf den Kopf gesetzt. Lokroko. Ich gehe sofort nochmal in den Pokédex zurück. Hier, komm Noah. Lies uns mal Lokroko vor. Lokroko, das Feuer-Kroko-Pokémon. Das Ventil für seinen Flammensack ist eng mit den Stimmbändern verbunden. Wenn es Feuer spuckt, stößt es raue Laute aus. Danke, Noah. Danke, dass du uns Lokroko vorgelesen hast. Ein sehr cooles Pokémon. Ich habe übrigens bei einem der letzten Folgen gelesen, dass es Leute schade finden, dass das Spiel noch keine Sprachausgabe hat. Freut euch doch, dass ich dann Noah habe, die so gesehene Sprachausgabe dann für euch macht. Ihr müsst es aber dann so sehen, wenn ihr diese Meinung teilt, ne? Das Spiel hat über 1000 Pokémon und 8 verschiedene Sprachen mindestens. Ich weiß nicht, wie viele es genau sind. Wollt ihr als Entwickler euch das antun? Ich habe erst gedacht, ist das ein Knospi? Ulini heißt das.
Warte, dafür nehmen wir dann ein anderes Pokémon. Am besten eins, das nicht one-hittet. Ich würde sagen, Schlick, da sollte es nicht one-hitten. Und andersrum ist es auch nicht so. Ich guck noch mal ganz kurz. Also ich habe keine Attacke, die jetzt sehr effektiv ist. Ach, du willst meine Genauigkeit senken? Beziehungsweise, dass ich ausweichen kann? Hier, dann greifen wir weniger an. Das ist jetzt weniger. Aua. Es heilt sich genau ungefähr so, wie ich Schaden raushaue. Ich glaube, ich würde einmal Sternschauer machen. Ich mache gerade nur die Genauigkeit runter. Und es hat mehr Angriff. Ich kriege einen Powerboost, es regnet. Stimmt, wir könnten die Terra-Kristallisierung einmal machen. Jetzt schlägt da. Wenn ich jetzt Lehmschelle dafür dann verwende, sollte es uns auch nicht umbringen. Machen wir mal die Terra-Kristallisierung mit Schlickner. Wir sehen, wie die Terra-Kristallisierung bei meinen Pokémon so aussieht. Hat es einfach einen. Nee. Ich dachte erst, es hätte so einen Narrenhut auf sich, aber es hat einen Springbrunnen auf dem Kopf. Okay, ich hatte nicht erwartet, dass es das umbringt. Leuchtet zufällig ein weiteres Ulinia rum, was ich fangen könnte. Ich wollte es nämlich eigentlich fangen. So Leute, es hat ein bisschen gedauert, aber ich habe noch meinen Ulini gefunden. Pokéball, los! Ich habe nebenbei hier mal ein bisschen die Items eingesammelt, die hier rumflogen. So, Ulini wurde gefangen. Und Sproxy hat Level 16 erreicht. Ulini-Öl kriege ich. Ulini, das Oliven-Pokémon. Ulini wandelt Nährstoff in Öl um, welches es in der Frucht auf seinem Kopf speichert. Es kommt mühelos eine Woche ohne Essen und Trinken aus. Ein interessantes Pokémon. Okay. Was sind diese extrem leuchtenden Dinger, die ich da in der Entfernung sehe? Ach, das sind diese komischen Kristalle. Wo es hieß, da könnte ich so spezielle Kämpfe machen. Na gut, Leute. Ich gehe jetzt hier wieder nach da hinten und sammle diesen Pokéball hier noch ein. War sogar ein Pokéball. Und würde sagen, wir beenden das dann hier an der Stelle. Ich hoffe, ihr hattet alle Spaß beim Zusehen. Damit mich das Sonken da vorne nicht angreift, mal sicherheitshalber Schlick da losschicken. Wenn es euch gefallen hat, lasst ein Abo und ein Like da. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Tschüss!